Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Das Fortnite Live Event beginnt genau in dieser Sekunde. Das heißt, wenn du nicht gespoilert werden willst, dann würde ich sagen, hol dir kurz was zu essen, leg das Video beiseite und komm dann einfach wieder. Dann kannst du trotzdem das Video liken. Und dann den Rest, Freunde. Wir werden uns das komplette Live Event heute angucken. Dazu gibt es noch viele weitere krasse News. Deswegen, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ladies and Gentlemen, willkommen im Fortnite Battle Bus. Irgendwas Crazyhaftes geht hier gerade vor sich. Ladies and Gentlemen, seid ihr ready für das Ganze? Liebhaber der Live-Events, es wird so geisteskrank werden, ich sag's euch. Da muss man sogar schon hingehen und einfach mal die Jets rausholen. Denn in den letzten Stunden hat sich einiges auf der Fortnite-Karte wirklich verändert. Und zwar, guckt euch das mal bitte an. Ein Riesenriss ist auf der Fortnite-Karte entstanden und hat von unten schon ein bisschen was nach oben gebracht. Boah, wie schön der Zug im Dunkeln einfach aussieht. Fortnite ist einfach wunderschön, Mann. Und das Kranke ist, in den nächsten Stunden wird das Ganze hier noch viel schlimmer werden. Ich weiß nicht genau, bei welchem Riss wir gerade sind. Es ist aber entscheidend, dass wir insgesamt nur 46 Stück haben werden. Und dann wird einfach diese Big Hunt hier rauskommen mit der Pandora-Kiste. Und dann wird es wirklich Endstation sein. Da müssen wir aktiv werden. Wir müssen die kaputt machen. Ich zeige euch diese ganzen Clips gleich. Bevor wir das Ganze machen, müsst ihr allerdings verstehen, dass jede Stunde ein neuer Riss passiert. Das ist, glaube ich, immer zur vollen Stunde. Ich werde das mal kurz einblenden, was genau dann passiert. Ihr seht so ein bisschen hier shaky, shaky auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen Staub und so raus. Sieht schon ganz cool aus. Ich habe das leider gerade verpasst, weil auf mich geschossen wurde. Und da musste ich nochmal rausgehen. Ich war genau um 11 Uhr drin auf jeden Fall. Wieso ist hier gar keiner? Entscheidend für die Risse sind übrigens auch die Zahlen 9, 18, 27, 36 und 45. Die Spezies unter euch, das ist die 9er Reihe. Habt ihr vielleicht schon verstanden? Habt ihr vielleicht in der Schule auch noch gar nicht gehabt? Kann es sein? Falls doch, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Da will doch mal einer sagen, bei Wannabe lehrt er hier nix oder was? Ganz speziell auf jeden Fall, der Riss 45 ist entscheidend. Denn das ist die Ankündigung dafür, dass wirklich diese Hand auf die Fortnite-Karte kommt. Und das merkt ihr dann auch im Battle Bus. Das wird eine Stunde vorher passieren. Und diese Hand wird morgen am Dienstag einfach zwischen, ich glaube, 16, 17 Uhr sein. Die Leaker sind sich da noch nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, eigentlich 16 Uhr. Ich check das noch nicht so ganz. Die meisten Sachen passieren in Fortnite eigentlich. Ich glaube, immer um 15 Uhr oder halt mit Downtimes und so. Wieso spiele ich hier Double-Aimbot-Pistole? Was passiert hier gerade? Hier war doch sogar irgendwo einer, oder nicht? Kleiner Schuft, Alter. Komm doch her. Also laut den Leakern wird das Ganze morgen um 17 Uhr passieren. Da meinte aber einer schon, das wird eher 16 Uhr sein. Deswegen seid mal ready. Zwischen 16 und 17 Uhr. Aimbot-Pistole aufladen und Feuer. Junge, Junge, diese Waffe ist so crazy einfach. Die werden wir aber trotzdem nicht vermissen, weil ich glaube, in der nächsten Fortnite-Season werden wir noch viel geilere Sachen bekommen. Gestern gab es auch so eine Diskussion darüber, was die Leute sich natürlich wünschen würden. Und ich kann euch ehrlich sagen, es will eigentlich keiner irgendwelche göttlichen Waffen haben, sondern wir wollen Fähigkeiten haben. So wie wir das damals schon bekommen haben, als diese Marvel-Helden das erste Mal reingekommen sind. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, oder vielleicht habt ihr da auch noch gar nicht gespielt. Wir hatten damals einfach diese Marvel-Season. Und da hatten wir wirklich Fähigkeiten ohne Ende dabei. Von Storm zum Beispiel, vom guten Wolverine hatten wir Fähigkeiten dabei. Und noch vielen weiteren. Und das hat auch unnormal gebockt, weil wir so einen Spielmodus bekommen haben, wo wir diese Fähigkeiten gegeneinander einsetzen konnten. Ich glaube, das waren sogar veranstaltete Fortnite-Turniere, wo man damals einfach Geld gewinnen konnte. Ey, das waren die good old times, ich sag's euch. Aber diesmal wirklich, das war geisteskrank. Und ich hoffe natürlich, dass das in dieser Fortnite-Season, die jetzt kommen wird, auch wieder sein wird. Sprich, dass Zeus zum Beispiel irgendwelche Blitze auf der Fortnite-Karte hat. Dass wir vielleicht, das ist jetzt natürlich auch irgendwo eine Waffe vielleicht, aber dass wir den Dreizack von Poseidon zum Beispiel bekommen. Und was auch immer sich dahinter noch verbirgt, das wäre einfach Big Baba Bubu geil. Kommen wir aber zurück zum Live-Event, Leute. Mit Riss 46 wird dann einfach diese Hand auf die Fortnite-Karte kommen. Die Büchse der Pandora wird dann einfach auch als Kette aufgehangen werden. Wir müssen hier nochmal zurück. Ich werde diesen Clip mal einblenden. Und ich sag euch, die ersten werden wahrscheinlich schon leicht Gänsehaut bekommen. Und das einfach zurecht, weil es einfach unnormal geil aussieht. Ah, der Boss ist schon tot. Also ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf, wenn die auf der Fortnite-Karte ist. Und dann können wir auf jeden Fall aktiv werden. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier irgendwo sind oder haben die nur gefightet. Ich habe eigentlich ganz gute Waffen dabei. Ich glaube sogar, die sind mittlerweile schon unten drin. Kann es sein? Die werden wir mal kurz aufhalten. Also es sieht schon sehr, sehr krass aus. Also die Animation mit der Hand und so fort, man hat sich hier richtig gut Mühe gegeben, muss man sagen. Und man kriegt auch wirklich leichte Gänsehaut an dieser Stelle. Ich muss mal kurz diese Leute hier killen. Dann werden wir gleich weiterreden. Es gab auf jeden Fall gestern noch ein Fortnite-Update, aber eins dieser Art, die ich überhaupt nicht mag. Wie sind die denn nach oben, Mann? Ist das euer Ernst? Geht doch hier mal rein. Und zwar sind jetzt die ganzen Items der Teenage Mutant Ninja Turtle rausgenommen worden. Das heißt, es gibt keine Hoverboards mehr, es gibt keine mythischen Fähigkeiten, die Automaten sind zurückgesetzt worden und eigentlich alles andere, was damit irgendwie zusammenhängt.
Ich finde sowas aber irgendwie traurig. Ich sag's euch ehrlich, das war zwar irgendwie ein bisschen abgenudelt. Jeder hat das Ganze jetzt schon gespielt, bis zum geht nicht mehr. Oh, da vorne ist einer. Oh Gott, ich habe die falschen Sachen dabei. Das wäre der Popgun gewesen. Nun gut. Aber die Sachen sind jetzt draußen. Da treffe ich nicht. Alter, wie schlecht. Bleib mal unten hier, Junge. Du bist anscheinend kein Live-Event-Lover hier. Aber ich kann mich auch so durchschießen. Ich brauche keine Fähigkeiten. Wo ist denn da jetzt hin? Ich hab's irgendwie ein bisschen verbuddelt gerade. Was läuft? Wer bist du denn? Was spielt der denn hier für Fortnite? Kannst du mal bitte rauskommen? Du musst einschlafen, damit ich weitererzählen kann. Also den kann ich ja jetzt gar nicht ernst nehmen. Junge, das ist hier kein Kinderspielparadies. Das ist Fortnite, Alter. Gib mir das Medaillon. Junge, das reicht für dich, Junge. Wie gesagt, die Ninja Turtle Sachen sind auf jeden Fall schon mal draußen. Es ist sehr, sehr schade. Wir wussten aber alle, dass es passieren würde. Und das Ganze ist auch wichtig, damit neue Sachen reinkommen. Übrigens haben die einen kleinen Fehler dabei auch gemacht. Und zwar sind die Pizza-Items irgendwie noch drin gewesen. Die anderen Sachen wurden rausgenommen. Aber ihr kennt das Ganze. Es gab dann ein Patch vom Patch und dann sind die Sachen auch rausgeflogen. Das heißt, keine Panik auf der Titanic. Wir kriegen das alles hier schon hin. Dann gibt es auch ein kleines Update zu Avatar. Ich habe ja schon davon gesprochen, das wird auf jeden Fall in Fortnite reinkommen, in der nächsten Fortnite-Season. Und zwar sind alle Dateien betreffend jetzt aus dem Spiel entfernt worden. Das heißt, Fortnite hat das vielleicht extra so ein bisschen drin gelassen. Oder aber es war wirklich ein ganz krasses Versehen. Und die dachten sich jetzt einfach so, ups, da haben wir einen Fehler gemacht, müssen wir jetzt zurücknehmen. Auch an dieser Stelle, wie gesagt, nur ein kleines Update an euch. Battle Pass Skins werden auch immer weiter geleakt. Ich glaube, der ist jetzt fast vollständig. Sehr, sehr crazy. Es gibt unnormal geile Skins. Der einzige, der jetzt noch nicht so wirklich geleakt worden ist, ist der gute Zeus. Der ist also der Main Character einfach. Der Vater von allen, der Big Baba Bubu Boss. Aber ich schätze mal, das könnte dann vielleicht sogar der Level 100 Skin sein. Ich bin gespannt drauf. Der wahrscheinlich auch hier. So, ihr müsst jetzt mal alle einschlafen, weil wir werden uns gleich das Live-Event zu Ende angucken. Der ist schon aufgeregt. Ich sag's euch, wie es ist, Mann. Ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen irgendwie. Ich würde sagen, wir gucken uns diesen Clip mal an, bevor ich das Ganze mache. Noch eine kurze Erklärung auf jeden Fall. Für die Leute, die es noch gar nicht verstanden haben. Wir werden ein Live-Event bekommen, wo ihr interagieren müsst. Also wir zusammen. Deswegen macht es Sinn, dass wir dann auch live sind. Ich gehe mal davon aus, das wird am Wochenende stattfinden. Ich habe immer gesagt, entweder so Samstag, vielleicht sogar am Freitag. Aber ich glaube, das ist zu early. Ich glaube eher, dass das Ganze am Samstagabend stattfinden wird. Und zwar müssen wir auf diese Büchse der Pandora einkloppen. Oh, hier wurde auch irgendwie schon einer zerstört. Wahrscheinlich von dem da vorne, ne? Aber diese Waffe ist so geisteskrank, ne? Und wenn wir das geschafft haben, wird diese Büchse irgendwann runterfallen. Die wird sich öffnen. Und dann gibt es eine gigaheftige Explosion in den Himmel. Das ist so krank hoch. Holy moly. Und wenn wir dann genauer ranzoomen, dann sehen wir auch, was da im Einzelnen rauskommt. Denn einige Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was die Büchse der Pandora ist. Es ist so die Kiste, wo man wirklich alles Üble reingepackt hat, was es so auf der Fortnite-Welt und der echten Welt so gibt. Und das wird einfach freigelassen werden. Das heißt, uns stehen wirklich üble Zeiten hier in Fortnite bevor. Wir müssen aufpassen, denn das Böse wird kommen und wir brauchen die Götter, um das Ganze wieder einzufangen. Oh Gott, da vorne ist noch einer. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare rein, wie findet ihr dieses Live-Event? Ich muss sagen, das ist wirklich 10 von 10 dafür, dass es ja auch nur so ein Mini-Live-Event ist. Endlich mal wieder was richtig Geiles, Episches, wo man sich einfach nur fragt, was geht hier eigentlich gerade ab? Und ich glaube, Fortnite wird zu dieser Zeit auch wirklich sehr, sehr heftig viele Spieler haben werden. Denn interagieren ist ja immer eine geile Geschichte, oder? So, der nächste ist weg. Ey, was passiert hier gerade wieder? Schlag auf Schlag hauen wir die ganzen Gegner hier vorne weg. Wie sieht es eigentlich uhrzeittechnisch aus? 11.15 Uhr. Das heißt, in 45 Minuten wird der nächste Riss kommen. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wo wir gerade sind, bei welchen Rissen. Ich zähle das auf jeden Fall nicht mit. Ich war auch seit gestern Abend gar nicht mehr in Fortnite drin. Oh, da vorne ist das nächste Medaillon. Perfekt. Da müssen wir mal ganz kurz über Lego sprechen. Denn Fortnite Lego ist doch nicht tot. Zwar ist irgendwie dieser Game-Modus, glaube ich, nicht mehr zu reparieren. Also der normale Open-World-Modus. Aber Fortnite Lego ist jetzt hingegangen. Ist der denn da drin? Nein. Und zwar haben die jetzt eigene Spielmodis entworfen. Das finde ich richtig geil. Es gibt einen Obby-Spielmodus, wo ihr wirklich nach vorne laufen müsst und müsst ein bisschen Jump and Run machen. Und was ich auch giga geil finde, es gibt einen Spielmodus, das ist so eine Art Piratenwelt irgendwie. Und da müsst ihr euer eigenes Raft bauen und versuchen, den Haien und auch die Kanonenkugeln von den Piratenschiffen zu entkommen. Finde ich unnormal heftig. Werde ich die nächsten Tage jetzt auch spielen und einfach mal hochladen. Falls ihr da Bock drauf habt, zieht euch das auf jeden Fall gerne rein. Hat auch gestern ziemlich krass auf dem Fortnite-Channel gehypt. Und die haben auch schon gesagt, es wird in nächster Zeit noch mehr kommen. Ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus,
dass die uns demnächst aber die Verfügbarkeit geben, dass wir eigene Modis erstellen können. Also Fortnite kreativ, allerdings in Lego Edition, dass wir eigene Maps machen können. Oh Gott, es ist schon wieder dieser Schimmelskin. Hör doch auf, Alter. Ihr müsst mal wechseln, Mann. Es ist demnächst Sommer einfach. Da kannst du doch nicht hingehen und zum Winterskin hier noch spielen. Ey, ich werde hier irre, Mann. Arno, Alter, das kannst du doch nicht machen. Ich kannte mal einen, der Arno heißt. Das war einer, der mich ausgebildet hat, Mann. Also Lehrer der Schule war das. Der hieß einfach Arno. Voll lustig. Hab mich an das Spiel irgendwie erinnert. Vielleicht ist der das sogar. Vielleicht spielt der jetzt auch Fortnite. Kann sein, dass er Rentner ist, Mann. What? Lol, der denkt, ich bin das. Guck mal, der denkt, ich bin das. Ich bin's aber nicht, Junge. Ich chill hier oben. Da ist sogar noch ein Auto aktiv gewesen. Also wie gesagt, das zu Fortnite Lego, da wird noch viel, viel mehr kommen. Die werden auch noch weitere Spielmodis entwickeln. Finde ich sehr, sehr cool. Da hinten sind noch mit Medaillon unterwegs. Ich glaube, sehr viele Leute spielen jetzt auch einfach wieder Medaillons. Die waren vorher einfach mit den mythischen Sachen unterwegs von den Ninja Turtles. Und jetzt gibt's ja wieder nicht mehr. Back to the Roots hier auf jeden Fall wieder unterwegs. Wer chillen die hier unten? Was ist das denn? Der gönnt sich wieder den Riss, Alter. Du kleiner Rissler, Mann. Ist doch ein bisschen schade, dass keine neuen Family Guy Skins rausgekommen sind. Ich glaube, das wird mit der nächsten Fortnite-Season dann auch irgendwann wieder passieren. Sorry, Bro, aber ich brauche deine Sachen. Vor allem brauche ich deine mythische Pumpgun, weil ich liebe sie einfach nur. Hallo? Ich will sie aufheben. Hast du viel verbraucht? Boah, er hat gar nichts verbraucht. Kann gar nicht sein. Er lädt sich das immer wieder neu auf, wenn man das dann aufhebt? Okay, wusste ich irgendwie auch nicht. Er hat es doch benutzt gehabt. Naja, egal, Leute. Dann haben wir die letzten Tage auch schon drüber gesprochen. Es gibt einen neuen Controller, der reinkommen wird. Einmal vom Pili und einmal vom guten alten Midas. Ich glaube, der ist sogar ganz neu. Der andere ist, glaube ich, irgendwie schon seit längerer Zeit irgendwie im Umlauf, der mit Pili. Da müssen wir auf jeden Fall noch über den Ursprung von dieser ganzen Geschichte sprechen. Da gibt es ja auch verschiedene Geister, die hier wieder am Reden sind. Und zwar könnte es einmal sein, dass der Treibstoff leer ist. Hä? Dass die hohe Gesellschaft mit den Medaillons einfach ein bisschen zu weit gegangen ist und deswegen die bösen Mächte hier ausgelöst hat. Oder aber der gute alte Midas ist da wieder am Mitspielen. Weil der hat ja damals schon alles in Gold verwandelt. Und es könnte sein, dass der demnächst wieder eine kleine Rolle übernimmt und wieder zurückkommt. Er will abhauen, der Arme einfach. Der arme Mann einfach. Junge, du willst abhauen, aber das Auto ist einfach leer. Oh Gott, Mann, das wird auch nicht langweilig. Denn der hat ja alles in Gold verwandelt und Midas kommt einfach jetzt so ein bisschen in Fortnite zurück, indem er seinen eigenen Controller bekommt. Und zwar ist das ein Xbox-Controller. Da haben jetzt Leute auch drunter geschrieben, unter diesem Controller-Hersteller, dass es eine Midas-Version ist, die da abgebildet ist, die es gar nicht in Fortnite gibt. Und ob wir jetzt demnächst einen neuen Midas-Skin bekommen werden. Und ich glaube, die Chancen dazu, die stehen gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Oha, was hast du für einen geilen Gleiter? Oh mein Gott. Denn man muss ja sagen, wir bekommen wirklich in letzter Zeit immer sehr häufig Pili-Versionen. Dann bekommen wir neue Fischi-Versionen. Und auch der gute Midas erhält regelmäßig einfach neue Versionen. Und ich glaube, die gehen weg wie warme Brötchen einfach. Hier wurde auch schon alles eingenommen. Deswegen könnt ihr euch da wahrscheinlich auch drüber freuen, dass demnächst eine neue Midas-Version reinkommt. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich mir diesen Midas-Controller mal holen soll und den mal zocken soll. Wer weiß, vielleicht kann ich dadurch auch alles in Gold verwandeln. Und ich werde euch diesen Clip auch mal kurz einblenden, wie er diesen Controller da verwandelt mit seinen Goldfingern. Das ist schon auf jeden Fall auch ziemlich lustig, muss man sagen. Da wir sind in der Endzone angekommen. Ich freue mich so hart auf die neue Fortnite-Season. Ich sag's euch, Leute, 8. März übrigens wird das Ganze stattfinden. Und sind ja jetzt, glaube ich, warte mal, morgen ist Donnerstag? Das macht sogar Sinn. Der erste ist dann der Freitag. Boah, da sitzt nur noch 7 Tage einfach. Und dann kriegen wir noch dieses Event hier einfach. Wer weiß, was danach auf die Fortnite-Karte kommen wird. Werden wir nur diese Biester freilassen? Gibt es vielleicht irgendwelche heftigen Monster? Irgendwelche neuen Waffen oder so? Baut einer eine Skybase? Oh, Bock auf Skybase, Mann. Sag's dir, wie es ist. Jo, er baut da oben noch. Wie geil, Mann. Endlich. Endlich mal wieder jemanden, der hier ein bisschen Leben in die Bude bringt. Das gibt's doch gar nicht. Lass mich mitkommen auf die Skybase. Ich werde dein Freund sein. Also vielleicht. Baut einfach eine Skybase hier hoch. Ich kann sogar dahin fliegen. Und wie ich da hochfliegen kann. Hello, my friend. Was hast du vor? Was geht, Alter? Ey, das sind sogar zwei. Hey, Jungs. Ich bin ein Freund. Das soll sich mal umdrehen. Hey, ich bin ein Freund. Komm her. Ihr habt mich doch gesehen, oder nicht? Lol. Seid ihr blind auf beiden Augen? Ey, ihr Blindies. Ich bin ein Freund. Nicht schießen. Kommt her, ihr alten Schlingel, Mann. Los, gib eine Umarmung, Mann.
Das ist doch richtig cool, was ihr hier veranstaltet. Wollt ihr eine Waffe haben? Hier, komm, nimmt mal was Mythisches mit. Die andere Waffe behalte ich, hätte eher die Pumpgun nehmen sollen. Wollt ihr ein bisschen Flowberry Riss haben? Ich habe zwei Frauen hier aufgerissen, glaube ich. Los, nehmt das hier oder braucht ihr das nicht? Ihr könnt zu dritt arbeiten. Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall kostenlos gerne meinen Kanal abonnieren. Das kostet überhaupt nichts. Glocke aktivieren eh schneller. Und auf jeden Fall zur neuen Fortnite-Season Creator Code Wannabe im Item Shop benutzen. Ich küsse da eure Augen. Wartet mal, ich habe da noch Medaillons für euch hier. Eins für dich. So, und eins für dich hier. Können wir jetzt die Runde zusammenholen? Ach, ja, werde ich jetzt gebannt und kann einfach beim Live-Event nicht dabei sein. Leute, ich glaube, der wird mich gleich so wegpumpen. Ich sag's euch. Baut mal weiter jetzt, wir müssen in die Zone, hallo. Ey, ich glaube, die spinnen ja wohl, Mann. Wir müssen hier langsam weiterbauen. Los, wir bauen jetzt in die Zone. Ihr wisst doch, ich habe doch Angst, Skybase zu bauen, Mann. Ich habe doch diese Ängste. Ich krieg schon wieder sweaty hands einfach. Ich glaube, wir sind nicht maximale Höhe, aber schon ziemlich weit. Ich frage mich nur echt, ob die auf die Idee kommen, mich gleich wegzuhauen. Eigentlich wäre das respektlos und ziemlich läppsch, Mann. Gerade, wo ich alle Sachen hier abgegeben habe. Aber wir warten es einfach mal ab. So, jetzt muss ich das zurücksetzen. Oh, oh. Wir sind fast drin. Willst du weiterbauen? Sieht das für dich gut aus? Eine kleine, süße Plattform. Ich habe auf jeden Fall noch einen Sniper dabei. Ihr könnt Chimichanga aus den anderen Gegnern hier machen. Ey, das passt so gut zum Video, zum Abschluss hier auf jeden Fall. Er droppt die Sachen wieder. Vielleicht sogar das erste Mal, dass er überhaupt einen Medaillon dabei hat. Aber wir haben ziemlich viele Leute gerade mit der Jungen am Start, ne? Guck mal, da unten ist sogar noch einer. Bleib stehen, du Schuft! Okay, okay, oder bau einfach weiter. Ich wollte den zwar ausschalten, aber ist ja jetzt egal. Oh Gott, ich werde ihn eh nicht treffen. Ich habe doch meine Waffe abgegeben. Ja, schießt auf ihn, sehr gut. Er ist down. Ich glaube, das sind die letzten. Wenn der weg ist, genau, es sind doch vier, wir sind zu dritt hier oben, es ist nur noch ein einziger. Oh Gott, die Zone ist richtig weit. Da unten ist er. Ich werde jetzt nicht runterfallen, wenn ich auf den schieße. Bleib stehen. Hat der ein Auto dabei? Was ist das für ein Riesenschatten? Okay, er ist tot. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Das soll es vom Video gewesen sein. Seid dabei, wenn das Live-Event passiert. Ich gehe jetzt, okay? Achso, okay, die wollen, dass ich noch weitergehe. Ich weine jetzt einfach. Leute, macht's gut. Ich springe jetzt einfach durch. Ihr habt den Sieg verdient. Nein, macht's gut. Let's go. Bis zum nächsten Mal, Freunde.